Ja, ich glaube, dass es relativ schnell erledigt ist, was die Statements angeht. Ich glaube, dass wir ein Fußballspiel gesehen haben, was mit wenig Offensivaktionen stattgefunden hat. In unserer Situation ist eins klar, und das haben wir uns vor 4 Wochen ganz, ganz fest auf die Brust geschrieben, dass es darum geht, Punkte zu holen. Ja, wir haben tolle Spiele schon abgeliefert. Ich saß schon oft hier vorne und habe von einem tollen Fußballspiel, was ich gesehen habe, berichtet oder darüber geredet und hatte aber 0 Punkte. Und von daher sind wir zufrieden. Wir haben diesen Punkt mitgenommen. Ja, wir haben uns offensiv, hätten wir uns natürlich ein bisschen mehr gewünscht. Das war heute nicht der Fall. Da haben wir nicht die Präzision hingekriegt, nicht die Effektivität hingekriegt. Ja, vielleicht auch nicht die richtigen Läufe oder die richtigen Entscheidungen getroffen. Aber entscheidend ist für uns im Moment in der Situation, in der wir stecken, dass wir stabil stehen, dass wir die Null stehen haben. Das haben wir wieder geschafft, ja, zum 4. Mal jetzt oder zum 3. Mal in den letzten 4 Spielen. Und nur so kommst du aus dieser Situation raus. Jetzt sind wir punktgleich mit 2 Mannschaften, die vor uns stehen. Wir haben den Anschluss hergestellt, haben 3 Punkte Rückstand. Wir werden weiter Gas geben, werden weiter daran arbeiten. Natürlich auch irgendwann wieder ein bisschen offensiver zu agieren und auch vielleicht die eine oder andere Situation mehr zu haben. Ja, das ist eigentlich unser Fußball gewesen. Aber wie gesagt, wenn es keine Punkte bringt, dann muss man eben auch ein paar andere Dinge machen. Ich hoffe, dass die Verletzung von Erik Zenger nicht allzu schlimm ist. Ich wünsche mir auf diesem Weg schon mal gute Besserung. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich kenne ihn auch schon ein Weilchen. Und natürlich, dass da irgendwelche Verletzungen oder schwere Verletzungen davon getragen wird. Von daher bitte Uwe auf diesem Weg gute Besserung wünschen. Danke. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viel zu diesem Abend zu sagen. Wir nehmen den Punkt mit und werden weiter hart arbeiten. Danke. Ja, ich habe tatsächlich in der Anfangsphase gesehen, dass wir es uns eigentlich relativ leicht gemacht haben mit unserem Plan, wirklich gute Räume zu finden, das Spiel auch sicher von hinten heraus aufzubauen, zielgerichtet aufzubauen. Allerdings muss man dann ganz klar sagen, wenn wir mal in gefährlichen Räumen waren, die bei uns erspielt haben, dann war die Anschlussaktion eine einzige Katastrophe. Das hat aus meiner Sicht an verschiedenen Faktoren gelegen. Zum einen hatten wir unheimliche Probleme, dann unter Gegnerdruck den Ball auch tatsächlich festzumachen. In sehr, sehr vielen Situationen, in denen wir offensiv hätten aufdrehen und Druck auf die letzte Linie machen können, haben wir eher nochmal Schleifen an die Situation gewunden und wieder rückwärts gespielt. Dadurch unseren Schwung natürlich aus dem Spiel genommen. Darüber hinaus müssen wir darüber diskutieren, das kann man nicht schön quatschen, dass heute über einen langen Zeitraum 11 gegen 11 ein absoluter Mangel an Durchsetzungsvermögen vorhanden war. Muss von Spielern, wenn du ein Zweitligaspiel gewinnen willst, einfach auch verlangen, dass sie dreckiger auf vorderster Linie agieren, dass sie mehr rausholen. Am Ende kannst du eine sehr, sehr gute Spielanlage haben, wenn die nicht verbunden ist mit Zielstrebigkeit, mit Wille, sich im letzten Drittel durchzusetzen, dann wirst du keinen Erfolg haben. Im Verlauf der ersten Halbzeit ist deutlich mehr Unruhe in unser Spiel gekommen. Ich glaube, das hat man schon sehr, sehr stark gemerkt. Auf der anderen Seite haben wir es eigentlich immer sehr, sehr ordentlich wegverteidigt. Auch in der ersten Phase der zweiten Halbzeit war unser Spiel dann lahmgelegt, aber auf der anderen Seite gab es keine großen Möglichkeiten für den Gegner. Insofern muss man dann tatsächlich sagen, dass die Schlüsselszene, die für mich ja schon aber irgendwo skandalöse gelb-rote Karte war, trotz alledem hat die eigentlich uns in der Nachbetrachtung etwas mehr in die Karten gespielt, weil wir dann zwar eine relativ lange Zeit tief verteidigen mussten, um irgendwo so diesen Punkt zu sichern, aber ich habe schon die Beobachtung gehabt, dass Rehn möglicherweise so ein Stück weit Morgenluft gewittert hat, um hier auf 3 Punkte zu gehen, etwas offensiver zu spielen, dann den Sieg auf die eigene Seite zu ziehen und dabei in der Endphase tatsächlich über Moral, über Wille uns richtig gute Möglichkeiten herausgespielt. Aber wenn du 2 fantastische Freistoßpositionen hast und beide Mal das Tor nicht triffst, wenn du den Ball der 5er frei liegt, nicht nur einmal, sondern 2-mal nicht über die Linie bringst, dann kannst du in Unterzahl ein solches Spiel nicht gewinnen. Dann sind wir wieder beim Thema Wille, Durchsetzungsvermögen, Präzision auf der vordersten Linie. Da haben wir wiederholt das 3. Mal in einem Aufsteiger kein Tor geschossen, am Ende nur 1 Punkt aus diesen 3 Spielen geholt und deswegen verbietet es sich in Summe über eine bessere Tabellenposition zu sprechen als die wir jetzt haben. Dankeschön. Ah, Entschuldigung, Erik Zenger, die Frage wird kommen. Es sieht wirklich sehr, sehr schlecht aus. Er hat große Schmerzen. Die ersten Tests lassen vermuten, dass es eine schwerwiegendere Knieverletzung ist. Da werden wir mit Sicherheit in den nächsten Tagen Näheres erfahren. Aber das ist jetzt keine Bagatellgeschichte, bei der wir morgen sagen können, und Warnung, das glaube ich nicht.